Warren Buffett hat einmal den wahrhaft zeitlosen Satz gesagt: Sei ängstlich, wenn alle gierig sind, und sei gierig, wenn alle ängstlich sind. Was hat er damit gemeint? Nun, es ist schlichtweg so, dass der Mensch ein Herdentier ist. Alle laufen immer in dieselbe Richtung. Plötzlich wollen alle Tomaten kaufen, zum Beispiel. Dadurch steigt der Preis für Tomaten, was dann wiederum die Leute animiert, noch mehr Tomaten zu kaufen, weil die Preise ja gestiegen sind und die Nachfrage angeblich so toll ist. Aber vieles ist dann eben Spekulation, entkoppelt sich komplett von der wirtschaftlichen Realität, und irgendwann wird diese Lücke, diese Kluft zwischen wirtschaftlicher Realität und den Preisen dann wieder auskorrigiert, wird praktisch wieder in Richtung Normalität bepreist werden müssen. Dementsprechend platzt dann diese Preisblase, weil sie eben mit der wirtschaftlichen Realität nicht mehr übereinstimmt. Und jetzt haben wir eine ähnliche Situation. Wir haben eine absolute Übertreibung. Alle sind gierig. Niemand sieht ein Risiko. Dabei ist das Risiko eben das, dass die Preise sich zu weit von der Realität entfernt haben und früher oder später wieder in Richtung Realität eben zurückbewegen müssen. Aber das sieht keiner. Das ist ein Muster, das sich immer wiederholt. Der Mensch scheint nicht der Lernfähigste unter der Sonne zu sein. Irgendwelche oder solche Hypes sehen wir von der Tulpenmanie bis hin jetzt zur Dotcom-Blase und eben zur künstlichen Intelligenz-Blase, die wir derzeit sehen. Wir werden feststellen, dass das natürlich vieles verändert, aber nicht in der Art und Weise, wie die Märkte sich das wahrscheinlich jetzt vorstellen. Gucken wir uns die Dinge mal an am heutigen US-Feiertag, dazu gleich mehr. Juneteenth, jedenfalls sehen wir absolute Gier, 82 für den Greed-Index. Wir sehen diesen Satz von Warren Buffett: Sei ängstlich, wenn alle gierig sind, und gierig, wenn alle ängstlich sind. Der Punkt ist eben schlichtweg der: Wenn alle gierig sind, dann sind die Märkte bereits schon sehr, sehr teuer, weil andere schon gierig waren, und das ist so eine Kettenreaktion. Dementsprechend kaufen dann alle, wenn die Preise besonders teuer sind. Wenn alle ängstlich sind, dann haben viele schon verkauft, keiner will kaufen. Dementsprechend sind die Märkte eigentlich dann günstig und das Risiko ist viel geringer, als wenn die Märkte so teuer sind. Hier sehen wir mal links Fear and Greed Model, wie hoch das derzeit steht. Wir hatten noch höhere Extreme, aber wir sind schon ziemlich in einem extremen Bereich. Und diese Kluft zwischen Realität, zwischen wirtschaftlicher Realität und dem Narrativ, dem Blasennarrativ, hier in diesem Fall dem künstliche Intelligenz-Narrativ, wird dann irgendwann zu groß. Und wir hatten ein ähnliches Muster damals in der Dotcom-Blase, als wir eben eine massive Kluft zwischenzeitlich sahen, zwischen den Kursen auf der einen Seite und den bereits sich deutlich verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen. Das haben wir jetzt hier auch sichtbar, etwa in diesem Conference Board Leading Economic Indicator, also diese Frühindikatoren, das ist eine Sammlung von Indikatoren, die praktisch früh anzeigen, wohin die Reise gehen dürfte. Und dann, wenn praktisch alle gierig sind, dann hat keiner Angst, obwohl da eigentlich Ängstlichkeit durchaus angesagt wäre. Dementsprechend sehen wir das Put-Call-Ratio ganz unten, also ganz wenig Bedürfnis nach Absicherung. Und wir sehen, weil sich die Muster ähneln und in einer ähnlichen Form immer wieder abspielen, weil wir es mit dem Menschen zu tun haben, der von Emotionen getrieben ist, sehen wir, dass meistens dann in solchen Bereichen eben auch das Top gewesen ist. Und plötzlich werden die Privatinvestoren extrem bullish, AAII. Diese Umfrage, hier sehen wir, wie schnell das hier nach oben geschossen ist. Also plötzlich herrscht der Euphorie, künstliche Intelligenz ist der absolute Gamechanger. Wir kaufen alles, wo KI draufsteht, kaufen auch eine Nvidia, die praktisch zum Mond und Mars fliegen müsste und wieder zurück, um überhaupt auch nur einigermaßen diese Bewertungen zu rechtfertigen. Man wird nicht so viele Chips brauchen, wahrscheinlich, wie man sich derzeit vorstellt, oder irgendwas kommt von Nvidia, was diese Blase dann auch wieder zusammenfallen lassen wird. Hier sehen wir mal die Anzahl, hatte ich schon am Freitag, glaube ich, gemacht, eine Anzahl von Geschichten in den Medien über den neuen Bullenmarkt. Boom, es geht nach oben. Das wiederum lockt andere an, die sagen, ah, wir sind in einem neuen Bullenmarkt. Zwar ist der Markt schon sauteuer, egal. Es wird ja alles weiter steigen, weil uns die Medien das erzählen. Und Diego Fasnacht zeigt das hier mal, wie teuer Aktien im Verhältnis zu kurz laufenden Staatsanleihen ist. Denn wir haben praktisch Equities, der Aktienmarkt, die Earnings Yield ist niedriger als bei den dreimonatigen US-Staatsanleihen.
Das heißt, wenn ich eine dreimonatige Staatsanleihe kaufe, dann kann ich auf sicher eben eine gewisse Rendite erzielen. Bei Aktien habe ich natürlich Chance, aber ich habe auch Risiko, während dreimonatige US-Staatsanleihen als nun ja weitgehend risikofrei gelten. Und hier sehen wir, dass das Ganze auf einem 10-Jahres-Tief angekommen ist. Jedes Mal, wenn wir praktisch eine so hohe Bewertung haben an den Aktienmärkten, wo es ja dann eine Alternative gibt. Es hieß ja jahrelang, jetzt als wir diesen Bullenmarkt hatten, there is no alternative. Es gibt keine Alternative zu Aktien. Jetzt haben wir Alternativen zu Aktien, weil ich eben auf ganz entspannt woanders in Geldmarktfonds, in kürzer laufenden US-Staatsanleihen eben eine Alternative habe. Und das wird sich irgendwann auswirken. Hier sehen wir praktisch das ungünstigste Chance-Risiko-Verhältnis bei Aktien eben seit langer, langer Zeit. Und hier sehen wir mal auch TLT, das ist ein ETF, das länger laufende Staatsanleihen abbildet, deren Renditen latent gestiegen sind in letzter Zeit, normalerweise nicht gut für Tech. Triple Q ist das Nasdaq-ETF. Hohe Zinsen sind normal eigentlich nicht gut für Tech, diesmal alles egal. Wir sehen, wie die Kurse hier für Tech nach oben gestiegen sind und alle wollten dabei sein. Call-Volumen sehen wir hier, war nur dreimal so hoch wie derzeit. Wir hatten, wann war es, glaube ich, letzten Donnerstag das höchste Call-Volumen, das wir jemals verzeichnet haben. Alle wollen rein und dann ist natürlich, wenn sozusagen die Dinge schon sehr teuer sind, alle auf einer Seite des Bootes letztendlich positioniert sind, ist eben die Gefahr, dass das Boot irgendwann kentert, weil irgendwie etwas dazwischen kommt, was keiner auf dem Zettel hatte. Praktisch ein Statikproblem des Bootes, könnte man sagen. Und ja, wir hatten jetzt eben vor allem durch das, was da vor Anhebung der Schuldengrenze passiert ist, nämlich mit dem Geldausgeben von Janet Yellen, ohne neue Anleihen aufzunehmen, ist praktisch Liquidität ins System geschüttet worden. Und Swock von Apollo, ehemaliger Deutschbanker, der sagte, Fed is turning more hawkish and continuing quantitative tightening. Also die Fed hat ja klar gemacht, dass sie wird weiter die Bilanzsumme reduzieren. Wir haben also jetzt Stück für Stück auch weniger Liquidität, nachdem diese Bankenkrise auch dafür gesorgt hat, dass die Fed-Bilanz nochmal ein bisschen gestiegen ist. Die Fed hat den Banken Notliquidität, teuer verzinste Notliquidität zur Verfügung gestellt. Jetzt haben wir die Situation, dass wir zunächst mal, als jetzt die Amerikaner praktisch ihr Staatskonto wieder mit frischen Schulden oder mit frischem Geld aufgefüllt haben, dieses Geld vorwiegend aus Reverse Repos kam, also aus dem Markt zwischen Banken und der Fed, wo man praktisch Geld gegen Staatsanleihen tauscht. Jetzt sehen wir das mehr und mehr, dass aus den Bank Reserves kommt dieses Geld. Das heißt, wir können damit rechnen, dass jetzt eben Liquidität ein bisschen schlechter werden wird, wie Thorsten Swock hier sagt. Und hier sehen wir mal, ja, wir haben diesen Anstieg eben auch dieser Fed Liquidity, aber die Aktienmärkte haben sich da doch relativ weit entkoppelt, nochmal nach oben. Und das Narrativ ist eben diese künstliche Intelligenzgeschichte, sodass man zwar zugibt, okay, die Gewinne der Unternehmen sind in letzter Zeit ja nicht gestiegen, sondern eher gesunken, weswegen die Aktien teurer geworden sind, aber man rechtfertigt das dann mit der praktisch wundersamen Vermehrung von Produktivität durch die künstliche Intelligenz, weswegen dann eben im Jahr 2024 wundersame Steigerungen möglich sein sollen. Die sehe ich nicht, kann ja alles sein, aber bisher zeichnet sich das eben nicht ab. Und wir haben jetzt eben die Situation, dass normalerweise, wenn viel Liquidität im System ist, alle Boote steigen. Und wenn die Liquidität rausgeht, man sieht, wer nackt gebadet hat. Jetzt haben wir in dieser Woche relativ wenig Daten, aber viele Fed-Speaker. Wir haben Morgan Williams und wir haben vor allem am Mittwoch Powell, der wieder vor dem Bankenausschuss des Senats aussagen wird. Mittwoch 16 Uhr, es kommen auch andere Fed-Speaker wie Goolsbee, Waller und so weiter und so fort. Der Datenkalender ist relativ dünn, aber wichtig für die Märkte eben, wir haben jetzt eine knapp 75%ige Wahrscheinlichkeit, so die Fed Fund Futures, dass die Fed im Juli die Zinsen anheben wird, nachdem praktisch dann auch andere Fed-Speaker sich sehr hawkisch geäußert haben. Hier sehen wir mal, Goldman Sachs sagt jetzt, die Märkte sind zu optimistisch, was den Rückgang der Inflation betrifft. Man erwartet ja für Juli schon ein geradezu Zusammenstürzen der Inflation. Mal sehen, ob das passiert. Energie wird hier ein wichtiger Faktor. Energie war ja etwas, was jetzt zuletzt die Inflation nach unten gebracht hat. Aber das kann sich eben auch schnell ändern. Und hier sehen wir mal nach wie vor, ist ja die Kerninflation
seit einem halben Jahr etwa über 4%, und die Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie, ist das, was die Fed ja am meisten beachtet. Hier sehen wir mal die Zinsen minus Kerninflation, ist natürlich schon jetzt, weil die Zinsen relativ hoch sind inzwischen, ist das nach oben gegangen. Aber hier nochmal das, was wir am Freitag gesehen hatten von Fed-Speakern, etwa von Waller oder von Barkin. Da sagt man seitens des Wall Street Journal, Post-Meeting Comments with a hawkish vibe, also mit einer hawkischen Drehung gewissermaßen. Die Zinsen dürften also nicht schnell sinken. Eigentlich basierte die Rallye ja auf der Vorstellung, die Zinsen werden bald sinken. Das ist nicht der Fall. Hier haben wir übrigens nochmal Juneteenth, diesen Feiertag heute in den USA. Das ist die Erinnerung an die Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung aus der Sklaverei. Ist erst seit 17. Juni 2021, also seit 2 Jahren. Oder vor 2 Jahren das erste Mal auch wirklich ein Feiertag gewesen. Kommen wir noch kurz nach China, wo ja der amerikanische Außenminister derzeit weilt. Wir sehen, dass chinesische Tech-Aktien unter Yuan gefallen ist, weil diese Stimulus-Hoffnungen sich bisher nicht so wirklich erfüllt haben. Bisher ist das, was da von Seiten der Regierenden kommt, sehr wenig detailliert. Das ist ja ein Grund gewesen, auch für den Anstieg der Märkte in letzter Zeit, gerade in der letzten Woche, beste Woche seit März, weil man gesagt hat, Mensch, die Chinesen, die stimulieren jetzt, weil die Wirtschaft nicht so richtig läuft. Und Goldman Sachs sagt jetzt, ja, also viel werden die nicht machen. Das wird jetzt nicht so der ganz große Boost werden. Und das Lustige ist, könnte man sagen, wir sehen jetzt, dass der neue Premier aus China, Li Qiang, ja jetzt in Deutschland gelandet ist, gestern, heute sich treffen wird mit deutschen Politikern. Dabei hat er auch den Chefplaner, Economic Planning Agency, und den Commerce Secretary, Wang Wentao und Zheng Shanjie. Und die sind beide in Deutschland. Das sind diejenigen, aber die letztendlich über diese Stimulusmaßnahmen entscheiden. Aber weil die jetzt in Deutschland sind, kann in China kein Stimulus passieren. Die kommen erst am Freitag zurück. Also das ist so ein bisschen ein witziger Zusammenhang. Weil die in relevanten Herrschaften in Deutschland sind, kann jetzt nichts Neues kommen in Sachen Stimulus. Und hier sehen wir mal, wie schwach doch letztendlich die Erwartungen oder wie stark die Enttäuschung ist über das, was aus China da gekommen ist in letzter Zeit. Was war das noch für eine Rallye, als wir hörten, wow, Opening, alles wird gut. Pardon, gerade jetzt ein bisschen ein Frosch im Hals, den muss ich mir jetzt wegreden oder das Video beenden, aber ich will das nicht tun, ohne noch 3 Hinweise zu geben. Wall Street Rally macht ein Jahr fettbedingter Verluste wett, Gründe für den Höhenflug und wie es weitergehen dürfte. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren, die zweite Empfehlung. Sehen wir gerade einen Melt-Up-Boom an den Märkten. Die Märkte klettern trotz Zinsankündigungen, da das Big Picture, was wirklich hier gespielt wird. Und dürfte der DAX jetzt bald die Rekordjahr aufgeben, weil ihm die Puste ausgeht. Das ist die dritte Empfehlung, also 3 Empfehlungen heute. Das Marktgeflüster etwas früher, wahrscheinlich auch kürzer, weil eben, wenn die Amis nicht da sind, nicht allzu viel passiert. Also diese 3 Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.